Du hast Kochsus Prüfung bestanden. Wirklich hervorragend. Sein untotes Skelett zu zerstören war aber nicht die Aufgabe, oder? Oh, du, Moment, was? Das ist mir egal. Du hast einen Schlüssel, das reicht mir. Soweit ist schon seit einem Jahrhundert keiner mehr gekommen. Deine nächste Prüfung ist es, den Weg zur Kathedrale zu überleben, wo dich deine letzte Prüfung erwartet. Viel Glück, du wirst es brauchen. Klingt wie etwas, was ich nicht überleben werde. Was ist das für ein Gegner? Oh mein Gott, wir werden von... Was zum... Das sind... Keine Ahnung, was das ist. Kuchen! In dem Moment, wo ich Kuchen essen wollte. Habe ich dich gerade schon wiederbelebt? Danke. Das war hier eine Frage, ich habe es gar nicht gecheckt gehabt. Ich war so im Kampf beschäftigt, dass ich mich mal gesehen habe, den Jogs wiederbelebt habe. Ich mache das schon intuitiv, weißt du? Ich bin das schon so gewohnt, dass da muss ich nicht mal mehr drüber nachdenken. Schon Instinkt ist das. Oh ja, das macht tatsächlich Schaden. Also ich muss eigentlich nur noch um Gegner herumspringen. So stark wie Entschlossenheit! Dann springen wir um die Gegner rum. Und etwas für den Magier. Siehst du, und du beschwerst dich, dass hier nichts für den... Mist. Wir sind Hühner. Ich kann dich picken. Komm doch her. Agro-Hühner. Huhn-Duell. So. Ey, mein Kuchen. Deine Distel sagte mal, stutz mich und ich wachse wie. Okay, alles klar. So, okay, und die widerstehen natürlich jeglichem Blitzschaden. Das ist wieder so typisch für Skelette und Kuchenschnecken. Kuchenschnecken, ja. Oh. Technikergesundheit niedrig, ja, das trifft ganz gut. Niedrig ist eine sehr positive Formulierung. Irgendwie geht es Wiederbeleben schneller, habe ich das Gefühl, oder? Ja, wer wenig Leben hat, braucht. Wie das hier nicht den Kuchen rumliegt, ey. Wir haben ja. Ja, einfach alles voller Kuchen mittlerweile hier. Nice. Du frisst dich einfach einmal durch, oder? Ja, ich meine, der sieht ja wirklich lecker aus, der Kuchen. Es ist ja nicht so, als ob ich eine Wahl hätte. Warte. Hier aufladen und. Klein hacken. Was zum Hölle. Ja, siehst du, wenn ich die auflade und der sich zerteilt, dann kann ich ihn einfach gleich komplett klein machen. Alter. Ja, du kannst auch echt lange drehen. Ich kann nicht so lange drehen. Ja, du musst die aufladen. Nee, bei mir dreht er auch, selbst wenn sie aufgeladen ist, dreht er nicht. Aufladen und jetzt, wenn dieser Wirbel kommt, bin ich richtig aufgeladen. Ja. Ich bin nämlich ein geladener Gast. Okay, ein aufgeladener Gast. Ich bin ein geladener Gast 2. Ja, links war übrigens noch ein Weg, den sollten wir vielleicht auch nochmal erkunden. Ich würde aber gerne lieber in den Abgrund laufen. Okay, mach das. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh. Kommst du wieder, oder? Anscheinend nicht. Oh. Schade. Ach doch, da bin ich wieder. Hallo. Das ist mal was Neues. Man kann wirklich richtig sterben, offensichtlich. Nein, ich bin ja wieder da. Na, ein Glück. Ich kann mir auch nicht erklären, wie das passieren konnte. Nee, ich auch nicht. Eigentlich hättest du noch dabei für den König schreien müssen. Dann wäre es cool gewesen. Oder für die Prinzessin eher müsstest du schreien. Krieger hat eine Thermalunterrüstung. Sexy. Ja, die hält dich auch warm im Winter. Ja, ja. Im Sommer spendet sie Schatten, oder was? Ja. Um die Ärzte zu zitieren. So, gucken wir mal, was wir hier bekommen haben. Du musst danach rübergehen zur Thermalunterrüstung. Oh, das heißt, ich habe dann sonst keine Rüstung mehr. Nein. Oh, nee. Oh, nee. Jetzt mit 10% weniger Asbest. Ey, das ist doch super. Noch ein Sieg? Ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. Aber 10% weniger Asbest. Ja, nee, ich bin trotzdem nicht überzeugt von meiner neuen Rüstung. Ist das irgendwie nicht so mein Ding? Ich weiß auch nicht. Ich kann gar nicht verstehen, wo dein Problem liegt. Ja, ich auch nicht. Das okay. Welches Problem überhaupt? Ich glaube, wir müssen gleich über diese Ofenplatten rüber, wenn sie gerade nicht brennen. Okay, Also nicht jetzt. Und die verbrennen natürlich nicht. Das ist wieder so typisch für diese Kuchenschnecken. Die verbrennen nie. Die haben ja auch einen Feuerresistenz-Dingens da. Das könntest du dir auch irgendwie bestimmt holen mit irgendeiner bestimmten Kleidung. Da kannst du wieder runterfallen, würde ich nicht machen. Nein, ich wollte nur schauen, ob ich den Schrank kaputt machen kann. Okay. Weil ich gerne Sachen kaputt mache. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Deswegen sage ich es dir nochmal. Deswegen spielen wir ja auch die Lego-Spiele. Da bietet sich das immer sehr an. Habe ich schon mal erwähnt, wie cool ich die Attacke vom Techniker finde? Nein, aber sag's mir bitte nochmal. Ich finde die Attacke vom Techniker sehr cool. Welche Attacke findest du cool? Die vom Techniker. Ah, gut, dass du es erwähnt hast. Da oder erst da? Erstmal oben noch war. Ah ja, hier ist noch eine Truhe. Oh,
Oh nein! Das sage ich auch immer, wenn ich Menschen sehe. Nein, ein Trank, keine fette Beute. Kommt drauf an, wenn du jemanden damit verhunst dann, und er relativ kräftig ja, ist, dann im ist er im Endeffekt werde ich mich wieder selber verhunen, weil ich das immer mache. Und dich wahrscheinlich auch noch mit dazu. Ja, weil ich das auch immer mache. Nicht absichtlich. Dann sind wir Huhnsöhne. Da sagt er nichts mehr zu. Das ist mir zu flach. Dieser Kuchen hat keinen Boden. Dieser Kuchen ist eine Lüge. So, wir haben auf jeden Fall... Oh, Boss, oder? Der ist gut gepanzert. Nein, schau hier. Nichts ist gut gepanzert. Doch, eine Schildkröte. Ach, das war ein Gegner. Ich dachte, der sah aus wie dieser Tempelwächter kurz aus dem Augenblick. Wir haben mal eben den Tempelwächter umgebracht. Oh, Mellow White. Der sich teleportieren kann. Boah, wie gemein. Dann machen wir erstmal alle anderen Sachen kaputt. Und du machst ihn und dann kümmere ich mich hier, wenn er woanders auftaucht. Ich war auf dem Weg, ich bin aber gerade schon wieder verrecken. Ich hab Stufe 8 erreicht. Oh, ich habe noch nie einen Ocelot gesehen. Da ist er bei dir. Ich habe noch nie einen Ocelot gesehen, Anni, das warst du. Oh, der nervt ganz schön. Wenn er hier bei mir auftauchen sollte... Hey! Er schießt auf dich, aber taucht nicht bei dir auf. Wie gemein. Wieso taucht er nie da auf, wo ich antizipiere, ihn zu treffen? Ich habe seine Attacke abgewehrt, hast du gesehen? Ich habe keinen Schaden genommen. Sei still. Ich glaube, wir sind sicher. Okay, wir gehen erstmal hier weiter, weil ich glaube, da ist er auch. Ja, der ist nervig. Feuer, Feuer, Feuer! Oh, das ist schon der nächste Gegner. Friday Cooler. Cooler. Whatever. Haben wir ihn jetzt einfach schon besiegt gehabt, oder? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube fast nicht. Ah, oh, ich habe wenig Leben. Ich habe... Und ich bin tot. Oh, das ist schlecht. Feuer! Feuer! Ah, Feuer, Feuer, Feuer! Essen, 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 essen. Essen, essen, essen. So, ich tu mal den Hauptfeuertypen hier weg. Mann, 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 der war ja richtig anstrengend. Hier geht's noch weiter. Na dann gehen wir doch da mal hier noch weiter. Aber erstmal gehen wir hier zur Riesenschnecke hier. Bis zum nächsten Mal, Kreatur. Hast du die Schnecke besiegt, die Riesenschnecke? Wieso verlieren wir eigentlich so? Wieso nehmen wir so viel Schaden? Das ist Kuchen. Das ist gefährlicher Kuchen. Ich bin auch gefährlicher Kuchen. Ich werde dich trotzdem nicht essen. Wieder keine Ausrüstung. Gab's unten noch einen Weg? Bin mir nicht sicher. Ich mache gerne beim Wettkampf mit. Oh, die Attacke geht auch durch. Die Sprungattacke, das ist wie bei Lego Star Wars. Einfach Springattacke, dann haben die Gegner keine Chance. Ja. Die können sie nämlich nicht blocken, offensichtlich. Head Hard Tech Puddington. Gibt euch dann in jeder Ecke einen neuen Bossgegner? Ne, es sind ja eher diese Mini-Bossgegner. Zwischenbossgegner, nennen wir es Zwischenbossgegner. Okay, du bist natürlich immun gegen meine Stromunterhosen. Da muss ich dir eben so Schaden zufügen. Oh, damit kann ich ihn betäuben, wenn ich meinen Sprung geschlagen mache. Ah, praktisch. So, ihr kommt und Mr. Puddington und hier, Calvin Spezialhelm. Oh, das sieht sehr schick aus, der Helm. Ups. Das war Boom. Was war das? Warst du das? Ja. Oh, Mann. Wie immer. Ja, was sonst? Wenn etwas explodiert, bin meistens ich in der Nähe. Tja, weil es von dir kommt. Gold. So, ich guck mal, was ich für einen coolen neuen Helm bekommen habe. Chance vom Verbrennen von Nahkampf an. Gerade von. Was kann der andere besiegen? Lass mal ganz viel Kuchen fallen, okay. Ich bin etwas überwältigt. Nee, ich glaube, ich bleib beim anderen Helm. Der macht momentan noch hier mehr. Auch wenn ich die Gegner nicht anzünden kann damit. Aber trotzdem denke ich, dass der besser geeignet ist. So, hier. Oh, noch eine Truhe. Mehr Truhen für uns. Was ist das? Ich bin ein Kopfgenie. Wieder irgendein blöder Trank, der irgendwas macht, was uns am Ende mehr schadet als unseren Gegnern. Für die Prinzessin. Take one for the team. Probieren wir es aus. Feuer, Feuer, Feuer macht das. Irgendwas hat er gerade da gerülpst und das war nicht ich. Ofen schließen. So, da ja, schließt den da Ofen. Da ist der Ofen aus. Ich glaube, wir müssen hier lang. War nicht unten noch irgendwo? Ach, egal, ist auch egal. Ist nicht, dass es hier irgendetwas super Wichtiges gäbe, was wir... Nee, aber es wäre tatsächlich, glaube ich, unten... Oh, doch hier ist was. ich brenne, das tut weh, hast du es gerade gehört. Habe ich das gesagt oder mein Charakter? Ja, das klang so emo. Das musst du gewesen sein.
Ja, das müssen wir mitnehmen, glaube ich, das Ding. Müssen wir wahrscheinlich in den Ofen reinschmeißen oder so. Oder irgendwo anders. Ich schätze, wir werden es gleich rausfinden. Weil hier ist noch ein Ofen. Ofen schließen. Okay. Figur platzieren. Na, falsche Figur. Nicht verarschen. Es gibt vielleicht mehr Figuren als nur eine. Der ist ganz schön faul, der Typ hier. Ich schmeiße es mal eben weg und kümmere mich nochmal um die Gegner hier. Faul, friss meinen Hammer. Solange er kein Schild hat, ist er kein Problem. Nur die mit Schild sind nervig. Ach nee, den habe ich doch schon. Ach, dann krieg ich. Nein, den wollte ich nicht haben. Das ist meiner. Sparkonto. Du bist so gemein. Ich habe eine Trophäe bekommen. Oh, wir. War das Ding, was besagt, dass ich diesen Kampf gewinnen werde? War das Ding, was ich weggeworfen hatte? Die Statistik besagt, dass ich diesen Kampf. Oh, jetzt haben wir sogar zwei von den Dingern schon. Yeah. Ah, die müssen wir doch in den Ofen rein. Nein, nein, ich glaube nicht. Okay. Hier. Okay. Ah, dann ist zumindest das losgeworden. Du musst ihn zur richtigen Figur bringen. Ach, diese kleinen Mistviecher explodieren, wenn sie sterben. Ja. Ich war mal so frei, hier aufzumachen. Schnell ist etwas. Ja, ach nee. Jetzt, Jorgitz, ist doch mal endlich was. Mensch, kannst du nicht schon wieder sterben hier? Wenn die nicht immer explodieren würden. Aber immer die anderen. So gemein. Ja, ganz gemein. Sehr böse. Böse Gegner, böse Gegner. Massaker! Ofen schließen, essen, essen, so, essen, essen. Ofen ist essen, aus, essen, wir können essen, weiter. Essen. So, der Weg ist offen, wir können unseren Weg fortsetzen. Ach, der Weg ist nicht mehr versperrt. Nein. So, einmal hier. Halb Gas, unser nächstes Gegner, Ding. Nee, das ist schon wieder so ein gepanzerter, ich mag den nicht. Die sind nervig. Warte mal, hier. Hihi. Ja, aber Halbgar ist dafür auch ein Huhn. Und ja. Tot. Ja. Oder auch nicht? Nein. Doch, 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 du hast ihn umgebracht. Aber wieso hat er denn noch volle Leben? Das ist die nächste Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Er ist gerade, glaube ich, zurückgekommen. Vielleicht glaube ich, Halbgar ist. Ja, da ist Halbgar. Ach, Halbgar ist wieder so ein Teleport offen. Wie absolut unerhört. Ist das aber nicht derselbe Teleporttyp von vorhin, oder? Nee, ist ein anderer. Was war in der Kühltruhe drin? Geld. Money, money, money! Wie immer. Du hast eine Brandbombe. Ich auch. Okay. Werfen wir sie doch auf Halbgar. Ups. Boom. Böser Halbgar. Mach einen Sprungangriff bei denen. Dann sind sie betäubt. Oder Hammer. Der geht auch einfach durch den Schild durch. Oder das. Ja, dann ist. Ich kümmere mich mal um den anderen blöden Feuerteam da oben. Der nervt mich nämlich. So, wo ist Halbgar? Der ist hier. Halbgar! Der greift mich schon wieder an. So. Gibt's doch nicht hier. Alles so gemein zu uns. Was haben wir ihnen getan? Hier. Ach, ich schon wieder. Ja. Nee, hier ist ja kein Kuchen. In dem Fall bin's ich. Nee, ich auch. Wir werden sterben. Nein, werden wir nicht. Okay, wir werden sterben. Halbgar ist auch noch offen, immer auf der Jagd nach uns. Ja, wir dürfen uns nicht treffen. Isst du was? Heil du dich. Wichtiger, du kannst Leben besser halten als ich. Jetzt haben wir schon den nächsten Boss gegen. Es ist schon wieder. Ne, es ist Halbgar, der sich bloß teleportiert. Gibt's hier irgendwas Tolles? Nein. Wieso gibt's hier nichts Tolles? Ausweichen. Ich weiß nicht, irgendwie gibt's hier nichts. Nicht treffen lassen. Ja, wem sagst du das? Ich bemühe mich. Ah, okay. Ich hab mich treffen lassen. Nein! Schnell, 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 schnell. Ja, ist easy. So, wir kommen voran. Halbgar ist, glaube ich, immer noch auf der Jagd nach uns, oder? Ja. Wir haben jetzt aber auch wieder ein bisschen mehr Leben. Wir können uns jetzt mal schauen. Au! Es ist nicht mehr ganz so gefährlich, ja, stimmt. Oh, was ist da oben Schönes? Ich habe was gefunden. Nebenquest. Gut gespachtelt. Spachtel immer gut. Was müssen wir tun für diese Nebenquest? Halbgar ist bei dir. Och nee, der hat schon wieder voll Lebensenergie. Wieso ist der wieder da? Ich glaube, weil wir weggegangen sind. Oh, der ist unfassbar nervig. Oh, aber er kommt wieder direkt hier raus. Das ist gut. Halbgar, frisst das. Ich glaube, der bleibt hier oben in dem Bereich drin. Nein. Er nicht. Oh, okay, er kommt unten raus. Oh, aber man kann ja seinen Attacken auch ausweichen. Oh, wenn wir zu zweit auf ihn draufschlagen. Nö. So, ich gehe dann gleich mal sterben. Ich vernichte dich mit meinem Hirn. Ja, ich vernichte dich auch mit meinem Hirn, Halbgar. Ja, wo ist er denn? Muss erst mal wieder auftauchen. Immer um ihn hier, komm, wir haben es gleich. Ja. Yes, du hast auch mal was gemacht, erreicht. Äbbe. Da, Halbgar.
Ich würde gerne wissen, was unsere Nebenquest ist, die wir da gerade eingesammelt haben. Was ist unsere Nebenquest? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Es stand nichts da. Stand nur, dass wir Nebenquest haben sie aktualisiert und das ist doch alles, was zählt. Das stimmt, ja. Also das Spiel hat sie aktualisiert. Wir haben gar nichts gemacht eigentlich. Wir haben irgendwas eingesammelt, dass wir sie aktualisieren konnten. Ja, das war irgendwie das Spiel. Okay. Dramatische Musik. Bosskampf. Ich lade erstmal schon mal meinen Angriff auf. Das ist auf jeden Fall gut, die Musik. Was erwartet uns? Ein neuer Checkpoint. Yeah! Auch den nehmen wir gerne mit. Oh, meine Güte! Wo wart ihr, Team 6? Wir haben schon auf euch gewartet. Im Grunde genommen schon immer. Seht ihr das da? Beeilung! Ihr seid fast dran! Ach, wir kommen jetzt in eine Game Show. Moment, was? Keine Zeit, keine Zeit! Schnell in Position! Klingt auf jeden Fall nach Game Show und nach fetten Bosskampf, nehme ich an. Wir sind zurück in 5, 4, 3, 2, 1! Boom. Nein. Ah. Du hast gedacht, dass dieser Moment niemals kommen würde, aber jetzt ist er endlich da! Der Moment, auf den wir alle gewartet haben! Cake or Death, das ist super. Wie immer präsentiert von Whalemart. Whalemart, die Heimat der besten Angebote an Essbesteck und Frischfleisch im Jenseits. Und jetzt kommt der ultimative Meisterkoch. Weltberühmt und wiederbelebt. Und seit 1000 Jahren Gastgeber von Tod oder Torte. Der leichenblasse Oberbäckermönch. Willkommen, Kandidaten! Ich weiß, dass einige von euch lange auf diesen Moment gewartet haben. Einige von euch vielleicht zu lang. Diese letzte Aufgabe fordert all eure Kochkünste. Der Gewinner erhält das originale, signierte Exemplar meines magischsten Kochbuchs. Eure Aufgabe ist, den perfekten, magischen Kuchen zu backen. Ihr werdet genau beobachtet. Die Zutaten sind irgendwo im Raum. Teams, auf mein Zeichen. 3, 2, 1, los! Ah, töten wir einfach unsere Konkurrenz. Wir zu unserer Backstage-Moderatorin Fry Hayes. Fry, hallo Leute. Willkommen zu einem weiteren großartigen Abend hier bei Tod oder Torte. Ich bin der Moderator Pam Scully. Und unterstützt werde ich von Aline Malignaggi. Ich kann nicht... Ich... Gib mir das Eclair! Das Publikum scheint... Ja, das Publikum stürmt die Bühne! Entfernt diese Wilden von meinem Set! Ich gehe da wieder rein auf den Weg! Das sieht man nicht jeden Tag. Eigentlich niemals. Oh nein, das ist wirklich eine überraschende Wendung. Aus heiterem Himmel, könnte man sagen. Hier drüben. Flasche, hier. Flasche, Flasche. Und jetzt? Verdammter nein. Mist! Verdammter Mist, zu weit geworfen. Hab ihn getroffen. Probieren wir es nochmal. Hab ihn getroffen, jetzt kann man ihn hauen. Wir müssen ihn erst menschlich machen. Ja, wir müssen ihn wieder zurückbringen von den Toten. Und das machen wir gleich nochmal. Hier, Böser, nimm dein Nudelholz dahin zurück, wo du es herrschst. Und lass mich in Frieden. Oh, hier ist noch ein Trank. Hab ihn auch schon den nächsten Trank draufgehauen. Dann hauen wir doch einfach mal weiter drauf. Ja, läuft doch ganz gut. Läuft doch ganz gut. Und wir haben den nächsten Trank bekommen. Direkt wieder drauf auf ihn. Yeah. Jawohl, also, ja. So, und den nächsten. Denselben Trank nochmal. Erstmal genug zu haben. Der Oberbäckermönch ist hinter die Bühne gegangen. Der Verlauf hier muss ihn überraschen. Oh. Mal sehen, was der Oberbäckermönch vorhat. Werden wir heute denn überhaupt noch irgendetwas vom Kochen sehen? Ich werde aus einigen Kandidaten Frikassee machen, so war ich. So. Hauen wir einfach mal weiter und schnetzeln hier die Kuchenschnitzel. Da ist er, da ist er, da ist er. Trank und hier. Das ist schockierend. Ah ja, oh genau. Ja, oh ja, voll drauf. Meine Güte, der Oberbäckermönch musste einiges einstecken. Oh ja, er scheint bereit zu sein. Team 6, richtig hart dran. Au, ich habe noch mal was drauf. Bin ich tot? Ja, ich bin tot. Wo bist du? Ich weiß nicht, einfach tot. Das ist schlecht. Ach nee, da hinten, oben rechts, oben rechts, ja, oben rechts. Ich versuche dich wieder zu beleben. Hilf mir! Wo bist du? Ach, da bleib bist du. Da! Ja, ich bin ja da. Ahaha.
brauche Kuchen. Kuchen. Also Kuchen mangelt's doch hier wirklich nicht. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.